Okay, herzlich willkommen. Also mein Thema heute Abend, Gruppenarbeit, super cooles Thema. Das wisst ihr wahrscheinlich auch alle selbst. Und ich habe damit angefangen und dachte, ich frage erstmal bei den SchülerInnen nach, was die so über Gruppenarbeit denken. Da ist ein relativ buntes Bild rausgekommen. Ja, genau, lest mal in Ruhe. Ich habe dann so ein paar Sachen da einfach mal rausgenommen. Also schlecht für Konzentration und Wohlbefinden, endet oft im Chaos, kann zu Erleuchtung führen. Das ist dann Gruppenarbeit. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich genau das Gleiche letzte Woche auf dem Weihnachtsmarkt erlebt habe. Also echt faszinierend. Und dann dachte ich, warum? Warum tun wir uns das an? Also und warum tun wir den SchülerInnen das immer wieder an? Und dann habe ich das dem Professor vorgeschlagen in der Uni und er meinte, das ist eine super Frage, formulier die vielleicht mal ganz leicht um. Und dann habe ich eine schöne Forschungsarbeit geschrieben mit dem Titel »Wie wirken sich Kommunikation und Interaktion auf soziale Lernprozesse aus?« Ja, willkommen in der Uni. Unser Forschungsprojekt. Also, wir haben eine Gruppenarbeit in der Jahrgangsstufe 12 an einem Münsteraner Gymnasium untersucht. Im Fach katholische Religionslehre. Es ging um die Botschaft Jesu. Und wir haben dabei besonders eine Gruppe, bestehend aus 4 Schülerinnen, beobachtet und haben im Anschluss an die Gruppenarbeit noch 2 Schülerinnen interviewt, um da ein bisschen mehr zu erfahren. Und als erstes muss man dann am Anfang so eine Theoriearbeit erstmal so definieren, was ist überhaupt eine Gruppe. Dafür kann man sich 2 Achsen vorstellen. Also wir haben Dauer und Wechsel. Also entweder die Menschen verbringen sehr viel Zeit miteinander oder sie wechseln immer wieder. Und während sie das tun, bauen sie entweder eine gewisse Nähe auf oder eine Distanz. Da kann man dann verschiedene Gruppentypen dran aufstellen. Oben links, das ist das ganz Klassische, die Truppe. Also man hat sehr viel Zeit zusammen, aber bleibt distanziert. Oben rechts ist dann so klassischer Freundeskreis, würde ich sagen, kennt man auch. Unten links habe ich am vergangenen Samstag hier im Volksparkstadion gesehen. Und unten rechts, ja, ich weiß auch nicht, warum ich da war, aber unten rechts ist die Gruppe, also das ist genau das, wo wir hinwollen. Also wir wechseln immer wieder die Konstellation. Und wünschen uns, dass die SchülerInnen dabei möglichst viel Nähe untereinander aufbauen. Also, das war die Forschungsfrage, wie wirken sich Kommunikation und Interaktion auf soziale Lernprozesse aus? Und dabei haben wir 3 Items untersucht. Also wir haben überlegt, was ist wichtig in Gruppenarbeit? Und diese 3 Punkte haben wir dann genauer angeguckt. Also einmal Beteiligung, Rollenverteilung und Problemlösen. Also das sind unsere 3 Kategorien, die wir dann an verschiedenen Operatoren festgemacht haben, was wir beobachten können. Und wir starten einfach direkt mal rein. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn man es ein bisschen konkret macht. Also Theresa, Greta, Hanna, Julia sind alle 4 einverstanden, auch dass ihre Namen genannt werden. Also sie fangen an. Unfassbar geil. Wir sind im Religionsunterricht und das erste Wort, was sie in dieser Gruppenarbeit spricht, ist Gott. Also dafür ist schon, also Gott, jetzt sollen wir ein Mindmap machen oder einen Steckbrief oder eine Tabelle. Alle 3 Sachen finde ich doof. Und Greta stimmt direkt zu, ist so. Und Hanna sagt, ich bin für Mindmap, ist am wenigsten Arbeit. Also ganz klassisch, wie das anfängt. Theresa und Greta nicken einfach, geile Idee, Hammer, machen eine Mindmap. So. Geil, man beobachtet die Situation, dann denkt man nachher, krass, wie ist das gelaufen? Und genau das haben wir gefragt. Und die Antwort war, das passiert eigentlich von selber, irgendwie fängt einer an. Und dann sind wir alle auf Mindmap gekommen. Wir haben es gerade beobachtet, alle sind auf Mindmap gekommen. Alle fanden es eine geile Idee. Also, wir haben das Item Problem lösen, sie nehmen Schwierigkeiten wahr, sie überlegen, wie sie konstruktiv mit dem Problem umgehen können, sie finden eine Lösung und arbeiten weiter. Hervorragend. Also, ne, so wäre nicht so geil gewesen, ne, alle an verschiedenen Enden, alle ziehen an einem Strang, mega. Also, Mindmap am wenigsten Arbeit, alle nicken, alle sind happy. Dann ist halt die nächste Frage, machen wir eine oder muss jeder eine machen?
Eine. Ja. Also, Hanna, wenn du das so geil vorschlägst, dann kannst du die auch machen, ne? Also, es ist halt einfach so geil, man, also, ja. Danke, Hanna, voll süß von dir. Also, Rollenverteilung. Die Schülerinnen und Schüler organisieren selbstständig ihre Gruppenarbeit. Hat hervorragend funktioniert, sie organisieren sich selbstständig. Aber die Frage ist, die nächsten beiden Operatoren für das Item Rollenverteilung, also alle haben eine Aufgaberolle und alle halten diese Verantwortlichkeiten ein. Das gilt es dann noch weiter zu beobachten, weil wir haben jetzt erstmal nur gesehen, die teilen das irgendwie auf. Mir geht es dann weiter. Sowas ist halt keine Gruppenarbeit. Du redest, ich halte das Plakat. Scheiße, echt. Oder auch sehr beliebt bei Gruppenarbeiten, auch bitte nicht, ich mache die erste Hälfte und du die zweite. Funktioniert auch nicht. Also wichtig auch, dass die Rollen sinnvoll verteilt werden, dass man das dann auch einhält, dass man halt auch zum guten Ergebnis kommt. Also, auch da fragen wir nach, wie habt ihr die Arbeit aufgeteilt? Theresa sagt als erstes, mir ist aufgefallen, dass ich extrem viel rede. Und das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, wir können das ja alles nachprüfen. Und dann gucken wir einfach mal, wer hat wie viel geredet. Theresa hat sich 77 Mal zu Wort gewürdigt, alle anderen 111 Mal. Also es ist schon eine fast so viel wie alle anderen. Starke Leistung. Genau, dann ist auch Theresa aufgefallen, Julia wollte das auch unbedingt auf Papier haben. Und deswegen hat die dann auch eine Mindmap gemacht, obwohl doch Hanna prädestiniert dafür war. Und schlussendlich hat mir zweimal die gleiche Mindmap, glaube ich. So. Also, alle haben eine Aufgaberolle, naja, halten ihre Verantwortlichkeiten ein, hat nicht funktioniert, schade. So, wir gucken weiter, wie ist insgesamt die Aufteilung, auch das ja wichtig für die Kommunikation in der Gruppe, wie gehen die miteinander um, also sehr ungleich verteilt, wir sehen Julia und Hanna, die beide schreiben, weil sie auch die Mindmap machen, ist okay, dass sie sich weniger einbringen, obwohl ja eigentlich nur Hanna die Aufgabe hat und dafür redet halt echt, ja, ist schade, weil ja auch Julia sehr wahrscheinlich sehr wichtige und wertvolle Dinge beizutragen hätte. Dann kann man auch nochmal gucken, wie sind diese Redebeiträge aufgeteilt, also in produktiv und bestätigend, also wie oft sagen die, ja, finde ich auch. Das finde ich schon eigentlich ganz gut, also dass da auch viel Sinnvolles geredet wird in der Gruppenarbeit. Und damit kommen wir beim Item Beteiligung dazu, dass wir sagen, ja, die unterhalten sich lebhaft, ne? Es ist bisschen einseitig vielleicht, aber es ist eine lebhafte Diskussion in der Gruppe. Sie arbeiten gemeinsam an ihrem Ergebnis, auch das sehr gut, also halt nicht dieser Kack, Entschuldigung, mit ich halte das Plakat und du redest. Und naja, im gleichen Maße bringen sie sich nicht unbedingt ein. Das war so medium gut. Also, ne, so wäre halt die ideale Gruppenarbeit, so hätten wir uns das gewünscht. Ja. Aber es sind halt auch nur zwei. Ne? Zu viert ist schon ein bisschen schwieriger, das auszuhandeln. Also fragen wir nochmal am Ende, wenn ihr auf die ganze Gruppenarbeit schaut, war das gut oder eher nicht so gelungen? Also ich finde eigentlich, dass wir ganz gut zusammengearbeitet haben, sagt Hanna. Wenn es jemand nicht verstanden hat, wenn jemand gesagt hat, sehe ich ein bisschen anders, konnte man in Ruhe drüber sprechen. Also auch eigentlich ganz schön, wenn man das so hört. Und damit wäre man dann halt bei den Erkenntnissen, dass man halt sagen kann, Gruppenarbeit braucht die Beteiligung aller, Gruppenarbeit braucht eine sinnvolle und konsequente Arbeitsteilung und Gruppenarbeit braucht ein Problemlösebewusstsein. Und genau das ist der Grund, warum wir, danke, in der letzten Minute jetzt noch darauf kommen, warum wir Gruppenarbeit machen. Weil genau das sind die wichtigsten Grundlagen für Demokratie. Also wir könnten auch überall das Wort Demokratie einsetzen und es ist so wichtig, dass wir miteinander sprechen und dass wir aufeinander hören, dass wir gegenseitig die Meinung akzeptieren, dass wir ausreden lassen und es ist echt so schlimm, wenn ich manchmal bei Social Media sehe, was Menschen irgendwie, auf was für Ideen die kommen, wo ich denke, Leute, redet doch mal miteinander. Also manche sind auch gar nicht ganz so schlimm, wenn man mal mit denen redet und letztendlich geht es bei Gruppenarbeit darum, dass wir gemeinsam etwas schaffen, was wir alleine nicht schaffen können. Und ich glaube, das ist wichtig für unsere Gesellschaft. Also natürlich gehört das dazu, dass man auch mal in der Gruppe, dass man mal einen Durchhänger hat und es vielleicht nicht ganz so läuft.
Aber ich glaube, letztendlich sind wir in der Zeit, wo wir alle an einem Strang ziehen müssen und wo wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir auch noch zusammenbleiben und als Gruppe einen guten Weg finden, wie wir Probleme lösen können. Vielen Dank. Johannes Feindler, dein Applaus. Vielen, vielen Dank. Immer noch dein Applaus.